Ja, hallo. Schön, dass Sie auch da sind, dass ihr auch da seid. Ich freue mich auch, heute hier reden zu dürfen. Fangen wir gleich an, weil ich habe so knapp 100 Slides mitgebracht. Gibt viel zu erzählen. Warum eigentlich Privacy by Default? Warum ein Konzept für Privatsphäre in einer Welt mit dem Internet der Dinge? Irgendwann vor vielen, vielen Jahren habe ich mal Design studiert und wollte irgendwie als meine Diplomarbeit was zu Smart Cities beitragen. Das war damals noch so ein ganz neues Thema, Technologien waren noch nicht so richtig da, Informationen schwer zu finden. Und ich habe dann angefangen, hatte wilde Ideen und irgendwann merkte ich, wenn man diese ganzen Puzzleteile zusammensetzt, dann kommt da eher so ein Orwell 1984 raus. Will ich als Diplomarbeit wirklich da was beitragen? Was müsste ich eigentlich machen vorher? Was müsste gesetzt sein, damit es nicht so wird? Und dann habe ich angefangen, eine Liste zu machen, habe kleine Sachen aufgeschrieben und am Ende ist dann nichts für die Smart City rausgekommen, sondern eben ein Konzept für Privatsphäre, wenn alles miteinander vernetzt ist. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Dann hat man mir damals gesagt, ach weißt du, das ist jetzt alles noch nicht so. Habe ich das lange in die Schublade gelegt und irgendwie ist jetzt doch mal Zeit, darüber zu reden. Anfangen will ich damit, vielleicht kennt das schon jemand, ein Buch von Claire Rowland, Designing Connected Products. Sehr intelligentes Buch, wer es noch nicht kennt und sich mit UX und IoT auseinandersetzen will, der braucht dieses Buch. Netterweise hat Claire mir gestattet, mal dieses grundlegende Modell, was man mich alles so berücksichtigen muss, mal mitzunehmen in meine Präsentation. Worüber ich jetzt heute rede, liegt gar nicht hier auf Ihrer Karte, sondern das liegt eigentlich noch ein Stück darunter. Nämlich die sozialen Normen und auch die Designparadigmen, die eigentlich unsere Welt zusammenhalten. Eins vorweg, wer was über Datenschutz erfahren will, da gab es heute Morgen einen Workshop. Ich rede nicht über Datenschutz, ich rede über Privatsphäre. Noch ein Disclaimer, Sicherheit ist fundamental. Ich rede auch nicht über Sicherheit, weil das ist ein ganz eigenes Thema. Das ist total wichtig, aber das müssen wir voraussetzen, weil sonst brauchen wir auch nicht über Privatsphäre reden. Und da rede ich nicht nur über IT-Security, sondern auch darüber, dass man einen funktionierenden Staat hat, der einem nicht irgendwie in die Privatsphäre reinfuscht etc. pp. Worüber ich eben rede, ist, dass der Status quo heute des IoT eher so mäßig ist. Schönes geflügeltes Wort. Das S in IoT stands for Security. Genau, ist nicht da. Ständig gehen so hübsche Sachen jetzt durch die Presse, wie dieser Dildo mit Videokamera, der dummerweise irgendwie an alle die Videos sendet und nicht nur an den, den es interessiert. Der Hersteller hat auch sofort reagiert und hat dann einen Disclaimer auf die Webseite gepackt, dass man doch bitte das Passwort ändern soll. Das ist der aktuelle Status von Privatsphäre und IoT. Ich denke, da gibt es noch viel zu tun. Aber reden wir eigentlich erstmal über Privatsphäre. Privatsphäre wird ganz oft verstanden als ich gegen die anderen. Das fußt daher, dass eigentlich unsere moderne Idee von Privatsphäre ziemlich alt ist und mal formuliert wurde als das Recht, allein gelassen zu werden. Damals 1890. Da fing es nämlich damit an, dass irgendwie die ganzen Zeitungen und so weiter auch Fotografien machen konnten und die Fotografien ablichteten und plötzlich überall Fotografen rumrannten und hinter Promis hinterher waren. Das nennt man heute Paparazzi, das fing damals so an, Riesendiskussion. Und es wurde dann halt gefragt, dürfen die das denn? Und auf den Überlegungen von damals fußt eigentlich alles, was wir heute über Privatsphäre und Datenschutz so in der Legislative haben. Auch schon ein bisschen älter, die Grundprinzipien sind aber immer noch gültig. Aber auch schon damals, 1890, also 127 Jahre her, wurden so ein paar Grenzen dieser Privatheit in der Privatsphäre definiert. Eben, wenn es ein öffentliches Interesse gibt an dieser privaten Person, dann hat sie nicht mehr unbedingt Recht, privat zu sein. Und wenn ich freiwillig was hergebe an die Öffentlichkeit, dann kann ich nachher nicht verlangen, dass doch bitte jeder wegschauen soll. Das benutzen wir bis heute. Ja, zum Beispiel, wenn wir irgendwie so ein Formular für ein Sign-up oder Registration haben, dann gibt es unten so ein kleines Häkchen. Bitte markieren Sie hier, um Ihre Seele zu verkaufen. Das fußt daher, 1890. Machen wir immer noch so. Also geben Sie alles her, wir tun dann alles, was wir wollen. Wir packen das in ein Häkchen.
doof. Kleine Frage ans Publikum. Wer würde freiwillig sein Facebook-Login irgendwem Fremden geben? Hände? Freiwillige? Niemand? Ach, einer. Ach, sehr gut. Du kannst in die USA einreisen. Die anderen eventuell nicht. Da nimmt sich also der Staat jetzt das Recht raus, zu sagen, du darfst hier nicht einreisen, es sei denn, ich krieg dein Facebook-Login. Darf der Staat das? Darf er dieses sehr private Ding benutzen? Jetzt haben wir den Staat ja gewählt, ne? Ist ja alles Demokratie, ist ja gut. Da frage ich mich doch, wieso geben wir das eigentlich alles immer Facebook? Die sind nicht gewählt. Also lauter spannende Fragen, wenn es darum geht, wo eigentlich Privatsphäre beginnt und wem gegenüber. Aber Privatsphäre ist nicht nur wir gegen die anderen, sondern es ist auch wir und die anderen. Alan Weston, der Vater der modernen Philosophie von Privatsphäre sozusagen, hat 1968 genau das hier geschrieben. Wir alle haben permanent das Bedürfnis, uns mitzuteilen und wägen es permanent ab damit, was wir für uns behalten wollen. Das tun wir ständig. Wir posten nicht jeden Scheiß auf Facebook. Gut, sicherlich haben sich da Grenzen verschoben, aber das ist dann nun mal Gesellschaft. Er hat damals auch die sogenannten States of Privacy definiert, die verschiedene Arten von Privatsphäre definieren und die auch ganz wichtig sind. Erstmal Solitude, ich als, was ich für mich behalten will. Intimacy, die Intimität einer Gruppe. Ich bin mit Freunden unterwegs und verlasse mich darauf, was ich ihnen im Suff erzähle, verlässt die Runde nicht. Das ist auch eine Form von Privatsphäre, die wir miteinander teilen, eine Privatheit. Dann aber auch, und das ist dann viel diskutiert, wenn wir um Datenschutz und so reden, Anonymität, das Unerkanntsein in der Öffentlichkeit, ja, wo das Internet sehr viel getan hat, dass es das eigentlich nicht mehr gibt. Aber auch der Zustand des Reserviertseins, dass man selber psychologische Barrieren dagegen aufbaut, von außen beeinträchtigt zu werden. Zu sagen, ich will das nicht, geh weg, stopp. Und auch da hat das Internet vieles getan, uns Möglichkeiten, diesen Status der Privatheit für uns zu erlangen, zumindest aufzuweichen. Und auch wenn ich Alan Weston niemals das Wasser reichen kann, ich möchte selber einen fünften Status hinzufügen, den der Pseudonymität. Unter einem anderen Namen, unter einer anderen Identität auftreten und damit Dinge voneinander entkoppeln. Gut. So, das ist so das Basiskonstrukt von Privatsphäre. Ne? Ich gegen die anderen, aber ich auch mit den anderen in verschiedenen Zuständen. Eine wichtige Sache, die ich auch immer herausgefunden habe, man fängt ja an zu recherchieren, Privatsphäre und all das ist natürlich auch irgendwo ein Menschenrecht. Stimmt, steht auch da irgendwie in der Charta der UN drin. Also jedes Mal, wenn wir darüber diskutieren, was man da dem Nutzer und so antut, und das wird schon nicht so schlimm sein und der wird das schon okay finden, der hat ja das Häkchen gesetzt, verletzen wir potenziell irgendwie so ein Grundrecht des Menschen. Schön. Ich persönlich finde die Menschenrechte total wichtig, aber sowas diskutiert man ja im Arbeitsalltag nicht. Ich übrigens auch nicht, ehrlicherweise. Also ich bin da auch nicht besser. Nächstes Thema. Wir sind immer noch in der Vorbereitung. Ich knall jetzt das ganze Zeug rein. Das Internet ist ruiniert, finde ich. Furchtbar. Das Internet ist nämlich kein öffentlicher Raum, als der mal gedacht war. Das Internet ist durchkommerzialisiert und es ist eben nicht irgendwie die Speakers Corner im Hyde Park, wo jeder tun und lassen kann, was er will, sondern es ist massiv reguliert. Und es ist in den Händen weniger und die bestimmen, was mit dem Internet passiert. Unsere Wahrnehmung ist aber, dass das Internet ja so ein großer freier Raum ist, in dem sich jeder entfalten kann. Es ist aber falsch. Wir benutzen zum Beispiel Angebote von Unternehmen. Facebook, das ist kein öffentlicher Raum. Facebook ist Mark Zuckerbergs Wohnzimmer. Sein Wohnzimmer, seine Regeln. Jetzt können wir heute noch sagen, kein Bock auf Mark Zuckerberg, ihn zu besuchen, bleibe ich draußen.
gute Entscheidung vielleicht. Oder auch nicht. Ich bin auf Facebook. Ich besuche ihn gerne. Und das Internet ist auch nicht frei, weder in Freiheit noch in Freibier. Es kostet was, es gibt Zensur, alles das. Netzneutralität, ein großer Kampf. Wessen Daten werden bevorzugt transportiert, welche werden vielleicht gar nicht transportiert. Und wir brauchen noch gar nicht darüber anfangen, was zum Beispiel mit WLANs und ähnlichen Dingen passiert. Also, wer kommt denn einfach in so ein WLAN rein? Auch irgendwie Teil des Internets. Nur mit Passwort. Egal. Wir nähern uns. Das Internet der Dinge. Ups. Jetzt habe ich es doch wieder. Viele smarte Dinge, die jetzt auf den Markt kommen, brauchen eine Cloud-Verbindung. Und dann wird uns immer erklärt, warum das so toll ist. In Wirklichkeit ist es aber so, das Gerät funktioniert dann irgendwie nicht mehr, wenn mal die Cloud weg ist. Ist das jetzt ein smartes Device, das ich mir in meine Wohnung stelle, physisch vorhanden habe und das dann eine Internetverbindung braucht, um zu funktionieren? Oder ist es halt eher so, weil das Unternehmen dann mich dazu zwingen kann, bestimmte Dinge zu tun? Jetzt hier Juicero ist auch durch die Presse gegangen, die haben es geschafft, die sind pleite, die haben 120 Millionen verbrannt, alles gut. Vielfach hat es auch damit zu tun, dass Potenziale noch nicht da sind. Aber wir kommen dahin. Jetzt hat Huawei seinen neuen Smartphone-Chip vorgestellt. Da steckt auch eine KI-Einheit drin. Ja, jetzt wird es in Zukunft ein bisschen schwieriger zu erklären, warum ich denn, um eine KI zu benutzen, zwingend eine Cloud-Verbindung brauche. Steckt doch schon im Smartphone. Also wir bewegen uns langsam in eine Richtung, wo die Daten vielleicht auch tatsächlich da verarbeitet werden, wo sie gebraucht werden und nicht erst durch die halbe Welt geschleift werden. Und wir haben heute einfach immer noch zu viele dumme Smart Devices. Das ist mein Lieblingsbeispiel. Ist leider schon ein bisschen älter. Von Samsung, das Smart TV, hatte mich auch Voice Recognition. Hatte auch ein Conversational Interface quasi. Dummerweise hatte irgendwie der Designer und der Ingenieur nicht aufgepasst und die dachten, wir zeichnen einfach alles an Tönen auf und schicken alles an Samsung. Wir wissen ja nicht, was gesprochen wird. Gab es ein bisschen Ärger, haben das Feature dann abgeschaltet. War es dann wieder ein Dump-TV. Aber es tat zumindest das, was die Leute von ihm erwartet hatten, von diesem physischen Ding, das ich mir in meine Wohnung stellte, das in keinster Weise einen Hinweis darauf gab, dass es jede Konversation irgendwo zu Samsung nach Japan schickte. Samsung ist Japan? Nee, Südkorea, ne? Gut. Aber auch da bewegen wir uns irgendwie hin. Ne? Solche Fehler werden gemacht und die Neueren machen solche Fehler glücklicherweise nicht mehr. Und auch so ein wichtiger Punkt, Technologie wird ja immer billiger. Und es wird immer einfacher, sie herzustellen. Das Ding kennt, glaube ich, jetzt jeder. Das Ding gibt es quasi für nichts. Das ist ein Hochleistungscomputer mit WLAN-Anschluss und allem. Das, was da in Rechenleistung drinsteckte, hätte vor 10 Jahren hunderte Euro gekostet. Und jetzt kriege ich es quasi im Abo für lau. Computer verschwinden auch quasi aus unserer Wahrnehmung. Wer weiß, was das ist? Google Fabric Jacquard, genau. Levi's Jeansjacke mit irgendwie einem Computer drin. Sieht man ja auch nicht mehr an. Wir kommen also langsam dahin. Wo kommen wir hin? Es gibt für mich einen ganz wichtigen Visionär, Mark Weiser, den ich noch ein paar Mal zitieren werde. Und der hat 1991 das hier formuliert. Und das war auch das, was mich damals davon abgebracht hat, die Smart City noch ein bisschen dystopischer zu gestalten, sondern mir mehr über die Grundlagen Gedanken zu machen. Mark Weiser ist leider verstorben, er kann uns nicht mehr helfen, müssen wir selber tun. Vielleicht helfen Designprinzipien für das IoT. Fangen wir an. Was ich heute oft noch so führe, weil die Leute diskutieren gerne dann ja auch mit mir, ist ja auch schön, ich habe so einen Standpunkt. Man kann mich Sachen fragen, mir Sachen vorwerfen. Ja, heute kann ich ja diese ganzen Sachen einfach ausschalten, wenn ich sie nicht will. Ich muss ja nicht Facebook nutzen. Ist ja selber schuld. Ja, genau. Aber diese Ambient Intelligence, wie ich das Internet der Dinge gerne nenne, weil es so viel schöner klingt, die wird halt keinen Ausknopf mehr haben. Läuft jetzt gerade in Berlin. Ne, da kann man sich noch aussuchen. Gehe ich links ohne Gesichtserkennung oder gehe ich rechts mit Gesichtserkennung? Ich weiß nicht, wenn wir dann die ganze Umwelt zupflastern mit Hinweisschildern darauf, was da gerade passiert, ob das wirklich die Lösung für das Problem ist.
Wir brauchen also andere Lösungen. Welche Kontrollmöglichkeiten über das, was in unserer Umwelt passiert, können wir also etablieren, wenn wir am Ende sie nicht mehr ausschalten können, wenn es einfach da ist? Und wir brauchen ganz viel Vertrauen. Das Ding will ich unbedingt haben, Google Clips. Das ist eine kleine Kamera, hat Google neu angekündigt, da ist eine kleine künstliche Intelligenz drin. Man hängt die Kamera irgendwo hin und die Kamera entscheidet, wann ein guter Moment ist, ein Foto oder ein kurzes Filmchen zu machen. Ah, da gibt es, also die Kamera ist nicht mehr nur die Kamera, sondern die ist auch der Fotograf. Super, will ich haben. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, kann ich dieser KI da drin vertrauen? Kann ich Google vertrauen? Die machen ja dann Sachen für mich. Wie beeinflusse ich das? Und kann das wirklich funktionieren, so ohne Fotograf? Arthur C. Clarke, Science-Fiction-Autor, hat da einen wunderschönen Satz geprägt. Wenn eine Technologie fortschrittlich genug ist, können wir sie nicht mehr von Magie unterscheiden, weil wir nicht mehr verstehen, wie sie funktioniert. Und wir kommen jetzt in ein sehr magisches Zeitalter, wo wir ganz viele Dinge, die plötzlich einfach passieren, nicht mehr erklären können. Und wie gestalten wir so eine magische Realität, dass man nicht ständig irgendwie Angst haben muss, dass was Falsches passiert? Kennen wir auch, ne? Ständig werden wir irgendwas gefragt. Ja, unsere Lösung dann fürs IoT sieht dann eher so aus. Ja, wir machen noch ein paar Knöpfe mehr da dran. Nicht so clever, weiß ich nicht. Und eigentlich, ein gutes Werkzeug ist eigentlich ein Werkzeug, das ich gar nicht merke, sondern es geht doch eigentlich um das, was ich tue und nicht ums Werkzeug. Jetzt kümmern wir uns halt viel um Werkzeuge. Das ist halt das Problem, dass wir die dann gerne so schön sichtbar machen. Aber wenn wir immer mehr und mehr solche Geräte haben, die irgendwelche Dinge für uns tun, machen wir einfach mehr und mehr Knöpfe dran? Mehr und mehr Hinweisschilder? Ist das die Lösung? Weiß nicht. Und das IoT zersetzt in meinen Augen auch die physische Welt. Das kennt sicherlich auch jeder. Aber von der äußeren Form dieses Geräts kann ich überhaupt nicht mehr ablesen, was es kann. In einer Welt, wo überall Sensoren, Aktoren um mich herum sind, die ich vielleicht nicht mehr wahrnehme, weil sie in alles eingebaut sein können, in meine Lampe, in meinen Schreibtisch, in was weiß ich nicht. Wie kann ich noch erkennen, was diese Umwelt um mich herum eigentlich leistet? Wie werden wir die virtuelle Dimension, die alle Dinge haben werden, oder viele, gestalten, dass wir immer noch eine saubere Wahrnehmung unserer Umgebung haben? Wenn die Computer und unsere Interaktion mit den Computern diese kleinen rechteckigen Kästchen, die wir gewohnt sind, verlassen. Und noch so ein Aspekt, heute schon wird alles überwacht, Realität, brauchen wir nicht lange diskutieren. Und es wird unglaublich schwierig, die Leute davon zu überzeugen, das sein zu lassen. Und mit Massenüberwachung meine ich nicht nur so die Videokameraleute, sondern auch die ganzen User-Researcher, Advertiser und so weiter, also uns. Wenn wir unsere Daten mal alle zusammenwerfen würden, meine Fresse. Heute fehlt eine Balance zwischen den individuellen Interessen und denen von Staat, Unternehmen und Öffentlichkeit. Und wir, weil unsere Auftraggeber meistens in der Wirtschaft oder vom Staat kommen, haben da so ein Bias, welche Interessen wir eher vertreten, auch wenn wir uns UXer nennen, wenn wir ganz ehrlich sind. Deswegen sollte man sich eigentlich fragen, was man zur Balance beitragen kann, anstatt sie schlimmer zu machen. So, jetzt was fürs Unterbewusstsein. Bitte mal genau gucken. Okay, jetzt zum Konzept. So, wie kommen wir dann jetzt zu so einem merkwürdigen, diffusen Etwas, das wir sind, das mit einer Umwelt interagiert? Und wie können wir da noch ein Innen und Außen zum Beispiel definieren, das wir für uns auch bestimmen können? Ein wesentlicher Punkt ist Identität. Identität ist das, was wir sind, für uns selber und anderen gegenüber, was wir repräsentieren. Wir haben viele Identitäten.
Wenn man das mal zusammenfasst und versucht, ein Modell zu bringen, könnte man sagen, es sieht etwa so aus. Es gibt vielleicht sowas wie so eine Kernidentität. Wir reden hier über Digitales. Vielleicht aber auch nicht nur. Dann gibt es sowas wie eine öffentliche Identität. Das, was jeder über uns wissen kann, das, was sichtbar ist. Also ich bin ein dicker Typ, steht hier vorne. Das kann ich schwer verheimlichen. Das ist wahrscheinlich Teil meiner öffentlichen Identität. Wie viel ich genau wiege, ist vielleicht eher sowas, was ich woanders hinpacke. Sollte nicht jeder wissen. Pseudo-Identitäten, das, was ich vielleicht sein will in verschiedenen Kontexten. Hier bin ich jetzt als Lutz Schmidt, das bin ich wirklich, versprochen. Ich könnte ja auch mich anders nennen, um mich dahinter zu verstecken, weil ich mich vielleicht doch nicht traue, hier mit meinem echten Namen vorne zu stehen. Kontextabhängig natürlich. Manchmal will ich eben. Und dann gibt es vielleicht auch noch faktische Identitäten, die irgendwie auch wahr sein müssen, aber nur in bestimmten Kontexten. Zum Beispiel während der Arbeit. Ja, meine ganzen sozialen Nummern und alles das. Das muss richtig sein und das muss wahr sein, weil es irgendwie verlässliche, sichere Kommunikation bedeutet, dass andere sich darauf verlassen können, dass es faktisch wahr ist, was sie da vor sich haben, wenn sie mich anschauen. Wenn man das mal zerteilt, besteht so ein Identitätsmodell aus einem Teil, der verifizierbar und vertrauenswürdig ist. Wie der verifizierbar ist und wie man Vertrauen schaffen kann, ist dann eine Aufgabe für uns. Und so ein Teil, der vielleicht sogar völlig fake ist und falsch ist, der manipulierbar ist. Aber auch das ist ja vielleicht etwas, was wir wollen. Etwas, was Identity Management heute selten hergibt. Wenn man das alles nimmt, dann packe ich dann noch so ein Männchen in die Mitte, haben wir eine vollständige Identität eines Menschen. Aber Menschen sind ja nicht die einzigen Kommunikationspartner, gibt ja noch viel mehr. So, wenn jetzt alles so eine Identität hat, dann können auf einmal Identitäten miteinander kommunizieren und interagieren und ich kann immer rausfinden, wer mein Partner in der Interaktion und Kommunikation ist. Klingt ja eigentlich gut, weil dann kann ich ja entscheiden, wenn ich weiß, wer der andere oder die andere ist, was ich kommunizieren möchte. Die Kommunikationskette würde identifizierbar. Welches Smartphone, welcher Service, welches Smartphone, welche Person. Und da wir über Identitäten reden, so ein Objekt wird wahrscheinlich selten irgendwie ein Kommunikationspartner in dem Sinne sein, dass ich mit ihm rede, KIs ausgenommen. Sondern am Ende rede ich ja irgendwie mit einem Menschen oder mit einer Institution. Das heißt, diese Dinge gehören mir ja irgendwie. Und dann könnte ich die ja auch einfach meinen einzelnen Identitäten zuordnen, um so ein bisschen Ordnung in das ganze Chaos zu bringen. Das hieße also, wenn man sich das Schaubild nochmal anschaut und jetzt sagt, wem gehört denn was, dass man plötzlich die Kommunikationspartner alle miteinander identifizieren kann und plötzlich kann ich dann ja ein Regelwerk darauf setzen, welche Kommunikationspartner ich gut finde und welche nicht. Egal wie viele Geräte, Systeme beteiligt sind. Und diese Identitäten können dann natürlich auch auf den Kontext reagieren. So, meine grüne Arbeitsidentität kommuniziert nur mit einer anderen grünen Arbeitsidentität. Die sind auf demselben Level. Da kann ich entscheiden, ob ich das will oder nicht. Was ich vielleicht unter dem Pseudonym Feldhase 23 auf irgendeiner Plattform kommuniziere, steht in keinerlei Verbindung dazu. Nächstes Konzept nach den Identitäten, die Privatsphären. Da kommen wir wieder zurück zu Alan Weston. Persönlich kennen wir schon Solitude, Intim, Intimacy. Ja, was ich mit aktiver Zustimmung zulasse, wo man sich darauf einigt, mit denen ich will. Reserviert, da wo ich vielleicht grundsätzlich nur Regeln angewandt haben möchte, wie wenn du mein Arbeitskollege bist, dann darfst du. Dass du mein Arbeitskollege bist, muss aber vielleicht ich persönlich gar nicht prüfen, sondern das macht dann vielleicht das System für mich. Ich kann Regeln anwenden. Und dann natürlich die Öffentlichkeit. Alles, was in der öffentlichen Sphäre ist öffentlich per Definition. Und vermutlich wird auch alles, was man jemals öffentlich gemacht hat, auch immer öffentlich bleiben. Das Zurückziehen wird auch in Zukunft nie mehr funktionieren. Gut,
Das heißt, ich habe jetzt diese Sphären, da kann ich verschiedene Sachen reinpacken, je nachdem, wie es mir gefällt, mir persönlich. Dann gibt es so ein paar Regeln, gleichartige Daten gleich behandeln. Ganz simpel, wenn ich einen Tagebucheintrag mache und ich sage, das ist persönlich, dann wird der zweite auch persönlich sein, ohne dass ich nochmal gefragt werde, bei Default. Und jede Identität hat dann einen Default, zu welcher Sphäre sie eigentlich gehört, wo sie eigentlich überhaupt Sachen ablegen kann. Das sieht dann ungefähr so aus. Das ist ein sehr altes Bild, das ist von damals noch, also deswegen, sorry. Sowas gibt es heute gar nicht mehr. Die Kamera hat halt auch verschiedene Sachen. Die hat Funktionen, die hat Rechte, die hat Informationen. Und die Kamera sagt, die liegen da. Ja, die Produktinfo kann jeder haben. So, wenn ich mir jetzt mal die Identitätssphären zusammenpacke, zum Beispiel hier von Charlotte, dann muss ja die Kamera irgendwie zu so einer Identität gehören, weil die Identitäten besitzen ja die Kamera. Nehmen wir mal die. So. Jetzt merken wir, Charlotte hat sich aber entschieden, ihre blaue Kernidentität, da ist nichts öffentlich. Die Kamera gehört aber dazu. Und die Kamera folgt natürlich der Entscheidung von Charlotte, weil es Charlottes Kamera ist. Selbst wenn der Hersteller der Kamera mal was anderes vorgesehen hat. Und Charlotte muss sich da auch gar nicht mehr drum kümmern. Sondern weil dieses Modell da ist, tut die Kamera das einfach. So, ich muss mich jetzt ganz, ganz doll beeilen. Ich stelle die Slides auch online, versprochen. Und ich stehe auch für Fragen zur Verfügung. Wenn jetzt mal so zwei miteinander reden. Ja, so. Die eine kommt, will vielleicht sowas haben, aber weil es reserviert ist, müssen Bedingungen erfüllt sein. Die Bedingung wäre, hey, ich muss wissen, wer du bist. Ja, dann sagt jetzt, ja, hallo, ich bin Feldhase 23. Hallo Feldhase 23, ich bin Madame Pompadi, super. Ich hätte gerne einen Aufenthaltsort. Jetzt geht Madame Pompadi dahin und sagt, Adressbuch, kenne ich Feldhase 23 eigentlich? Ja, kenne ich, Glück. Da ich dich kenne, da, zack, hast du meine Koordinaten. Danke. Eigentlich trivial. Das Wichtige ist, eigentlich muss es egal sein, wie viele Technologie in diesem Prozess involviert war. Die Regeln müssen immer gelten, über jedes Stück Technik hinweg. Weil sonst, wenn nur ein Stück Technik sich nicht dran hält, kann ich ja auch nicht entscheiden, was ich gerne hätte. Gut, andere Beispiele, wo es nicht geht, ne, so grün, blau, Ende, genau. Das ist jetzt auch das Ende, versprochen. Noch ein Zitat von Tim Berners-Lee. Der wollte, als er das Internet erfunden hat, nämlich auch schon eigentlich nur Menschen verknüpfen und nicht Computer. Das haben wir vielleicht auch hin und wieder vergessen. Und irgendwie sieht das ja heute alles so aus. Und ganz wenig können die Menschen sich darüber entscheiden, welche Wege Informationen nehmen und mit wem ich eigentlich genau kommuniziere. Aber das ist vielleicht auch das Kernproblem. Das Problem ist heute schon da. Und in einer Welt, wo Milliarden von Geräten um uns herum sind, sie nicht mehr auszuschalten sind, sie vielleicht noch nicht mal mehr sichtbar sind, wird dieses Problem nur noch viel größer, wenn wir nicht anfangen, Design for Privacy zu betreiben. Und deswegen danke ich für die Aufmerksamkeit und stehe noch den ganzen Tag für Fragen zur Verfügung. Danke sehr.